Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TBTV. Wir sind von der Taktika zurück. Ja, Thomas hat mit seinem Bruder Gorka Morka vorgestellt auf der Taktika und wir hatten ja Battlegroup mit dabei. Wir würden euch gerne beide Szenarien jetzt in den kommenden Wochen zeigen und wir beginnen heute mit Gorka Morka. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, ist es ja mittlerweile fast Tradition geworden, dass wir euch die Taktika-Präsentationen, die wir durchführen, im Nachhinein zeigen und ihr auch was davon habt, auch diejenigen, die nicht auf den Taktika warten. Genau. Steffen hat sich heute freundlicherweise bereit erklärt, eine der beiden Gruppen zu übernehmen. Da so ist es. Da schon mal kurz reingeschaut. Und ich würde sagen, ohne groß Zeit zu verlieren, lass uns einfach anfangen. Genau. Wir sind jetzt hier auf der Spielplatte. Wir sehen zwei Ork-Mobs, einen rechts von mir, einen links von mir, die jetzt versuchen müssen, möglichst viele von diesen saftigen Fleisch-Squigs zu fangen. Mhm. Einen Squig fange ich, indem ich ihn im Nahkampf besiege oder umschieße oder umfahre und ihn dann auf meine Ladefläche tue. Okay. Bevor wir jetzt noch 10 Stunden die Regeln erklären, fangen wir einfach an. Ja, denke ich auch. Ich würde sagen, ihr würfelt beide einfach mal einen Würfel und wir bestimmen den Gewinner der Initiative. Wer höher würfelt, darf zuerst beginnen. Würfel nochmal. Negativ. Nein! Okay, Sascha gewinnt. Jetzt musst du dir überlegen, was willst du zuerst tun? Ich würde dir empfehlen, zuerst mal das Fahrzeug zu bewegen. Genau, ich möchte als erstes also das Fahrzeug bewegen. Mhm. Und dazu möchte ich eigentlich mal hier rumfahren. Okay. So, ich kann mich 6 Zoll bewegen. Genau, immer erst 1 Zoll geradeaus, bevor du drehen kannst. Genau. 6 Zoll bewegen, zweimal um 45 Grad drehen. Ja, 45 Grad oder so. Genau, wir machen das um die Mitte des Fahrzeugs ganz grob. Okay. Wir sind ja hier Orks, das müssen wir sicher mal trapezieren. So, 5 Zoll. Geradeaus. Zack. Ganz genau. So, jetzt möchte ich natürlich noch ein bisschen mehr Gas geben. Okay. So, das mache ich. Du hast mir erklärt, ich muss jetzt einen Würfel werfen. Genau, der Fahrer drückt auf einen riesengroßen roten Knopf und auf eine 2+ schießt dein Auto W6 Zoll, nein, nicht W6 Zoll, sondern genau 6 Zoll stumpf geradeaus. Sehr gut. Das macht er. Super. Das ist der Turbo Boost, der gefällt den Orks am allerbesten. Das kannst du beliebig oft machen, bis du diesen Wurf einmal versendest. So, das war jetzt das nächste Mal auf die 3+. Auf die 3+, genau. Oh, 6, kein Problem. Das Fahrzeug schießt weiterhin geradeaus die Düne runter. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt möchte ich mich drehen. Okay, wenn du ein bisschen lenken willst, ist das bei dieser Geschwindigkeit relativ schwierig. Ja, okay. Das heißt, der Fahrer muss einen Leadership-Test ablegen. Er muss damit mit 2 Würfeln unter 7 oder gleich 7 würfeln. Ja, das schafft er. Na komm. Das ist eine 7, es passt. Du kannst dich jetzt um 45 Grad in eine der beiden Richtungen drehen. Souverän. Ja. Also, genau. Ja, und dann drücke ich doch nochmal aufs Knöpfchen. Alles klar, ist jetzt eine 4+. Das stand ein bisschen mehr als 45 Grad. Boah. Ja, die Ops nehmen es nicht so genau. Okay, es ist mit der 5. Ich habe auch höchste Stand. Drehen, so. Okay, so ist glaube ich. Ja, komm ich mit klar. So, nochmal 6 Zoll. Jawohl, immer 6 Zoll stumpf geradeaus. Ich könnte mich quasi nochmal drehen. Du kannst dich jetzt mit einem erfolgreichen Leadership-Test noch einmal drehen. Was wäre denn, wenn ich das verpatze? Dann fährst du W6 Zoll geradeaus und dann ist dein Zug mit dem Fahrzeug vorbei. Okay, das sind 6 Zoll, da stürze ich nirgendwo gegen. Okay, mach ich. Okay. Einmal drehen. Nicht geschafft. Okay, okay, alles klar. W6 Zoll. Ach, W6 Zoll. Ja, in diesem Fall sind es W6 Zoll. Der Fahrer rutscht so ein bisschen ab und mehr passiert nicht. Okay, okay, das ist jetzt die Bewegung deines Fahrzeugs. Gar nicht so übel für den Anfang. Und auch doch relativ weit. Ja. Jetzt kannst du dir überlegen, ob schon irgendjemand der Besatzung absteigen möchte. Nein. Okay, damit endet fast deine Runde. Das war deine Bewegungsphase. Du hast jetzt noch eine Schussphase. Okay. So, deine fette Wumme, die vorne drauf montiert ist, hat ein Schussfeld von 90 Grad. Also 45 Grad nach hier nach da. Okay, ich sehe auf jeden Fall den orangenen Squig. Du siehst den orangenen Squig. Durch die Deckung hier. Okay, möchtest du auf ihn feuern? Yes. Gut. Du hast eine Schnellfeuerwaffe. Ja. Und du hast schon das Richtige gemacht. Du hast gesagt, ich möchte feuern, bevor wir irgendwas ausgemessen haben. Genau. Weil Orks schießen immer erst und gucken dann, ob die Patronen hinten ankommen. Natürlich. So, es sind aber 40 Zoll, also ist das überhaupt kein Problem. Du kommst locker hin. So, du möchtest jetzt also auf diesen Squig schießen. Genau. Das funktioniert wie folgt. Wie bei Warhammer üblich, zumindest wie bei alten Warhammer üblich, obwohl das heute, glaube ich, immer noch so ist, nehmen wir deine Ballistikfähigkeit, die meiner Meinung nach 3 sein müsste, mit dem Schützen. Das ist der 2. in deiner Reihe. Ja. Da müsste ein BS, ein Ballistik-Skill von 3 haben. Das wäre ein Grundwert von 4, um zu treffen. Ja. Du schießt durch ein Hindernis durch, macht die 5, um zu treffen, und du bist sehr schnell gefahren. Das macht die 6, um zu treffen. Oh, okay. Jetzt würfelst du mit deiner Schnellfeuerwaffe erstmal aus, wie viel Schuss da vorne überhaupt rauskommt. Mit beiden? Mit beiden Schnellfeuerwaffen. 4. 4 Schuss. Das heißt, du nimmst 4 W6 in der Hand und versuchst auf eine 6 das Ziel zu treffen. Einmal. Ah, okay, eine 6 dabei. Das heißt, du triffst das Ziel, aber verbrauchst auf dem Weg dahin extrem viel Munition. Okay. Für jede 6, die wir beim Trefferwert würfeln, müssen wir einmal gucken, ob die Munition ausgeht. Okay. Auf eine 4+ passiert nichts.
Okay, wow. Alles gut, alles gut. Du triffst den Squick jetzt also und der Squick hat einen Widerstand von 4. Okay. Deine Waffe hat eine Stärke von 5, das heißt, du verwundest ihn auf die 3. Okay. Ja, du hast es geschafft, ihn zu verwunden. Und der Squick hat, so wie es schon aussieht, auch keinerlei Rüstung an. Das heißt, wir müssen jetzt auf der Verletzungstabelle schauen, was passiert. Okay. Bei Squicks haben wir uns erlaubt, für das Szenario die Verletzungstabelle ein bisschen abzuändern. Okay. Bei einer 1 oder 2 fällt er auf die Seite. Bei 3, 4, 5 oder 6 platzt er wie eine reife Tomate. Oh, das wäre jetzt gar nicht gut. Das kommt aber, was du vorhast. Ah, okay. Deswegen macht und zerplatzt. Ja, das ist ja blöd. Ja, vielleicht ein bisschen. Jetzt passiert aber noch eine weitere Sache, die dem Szenario geschuldet ist. Dieses Quickherde lebt in Eintracht und Harmonie hier mit dem Schamanen zusammen, okay, und vor allen Dingen in Ruhe. Ja. Du hast jetzt mit einer sehr lauten Waffe aus einem sehr lauten Fahrzeug auf dieses Quicks gefeuert. Die haben jetzt Angst und laufen vor dir weg. 2 bis 6 Zoll direkt von dir. Okay, 5 Zoll, wenn du mit deinem Maßband gehen würdest. Direkt vom Schützen weg nach hier. Die hüpfen hier hoch. Die bewegen sich auch jede Runde zufällig nochmal zusätzlich. Aber für jede Störung, die durch Beschuss hier eingeführt wird, okay, man kann laufen sich, die ein bisschen weg. Man kann sich die also gegen... Man kann sich die gegenseitig zuspielen oder man kann versuchen, sie sich selbst zuzutreiben, wenn man irgendwie Leute auf die andere Seite bekommt. Mhm. So, damit endet deine Runde. Okay. Du hast sonst nichts in Reichweite, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg. Ja. Du hast keine Nahkämpfe und niemand, der am Boden liegt. Mhm. Steffen ist dran. Gut, dann startet auch mein Fahrzeug. Jawohl. Mit einem Zoll voran. Ja. Und dann möchte ich mich gerne natürlich um... Na, waren das 90? Das war 45. Alles gut. Weniger als 45. Ja, habe ich hier das war. Weitere 5 Zoll. Mhm. Wo ihr gerade die Fahrzeuge so gut bewegt. Bei Gorkamorka gibt es die schöne Regel, wenn ein Modell bei der Fahrzeugbewegung vom Modell fällt, also vom Truck fällt, dann fällt es auch wirklich vom Truck. Ach echt? Ja. Okay. Okay, dann möchte ich auf den Knopf drücken. Ja, drück das Knöpfchen. 2 plus. Jawohl. Das geht so 6 Zoll geradeaus. Jawohl. Ja, und schon bewegt er das Auto ein bisschen vorsichtiger. Ja, ja, ja. Ja, man muss nicht gleich den ersten Fauxpas hier provozieren. Alles gut. Dann möchte ich nochmal auf den Knopf drücken. Okay, 3 plus. Ja, es ist gelungen. Eine 6. 6 Zoll. 6 Zoll, immer genau 6 Zoll. Oh. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ich versuch's nochmal. Okay. Auf die 4 mittlerweile. Ja. Jawohl, kein Problem. Also ihr seht schon, auch wenn die Trucks mit 6 Zoll ein bisschen behäbig wirken, kommt man doch recht gut in die ganze Platte. Ja, ja. Würde man jetzt ein Bike dabei haben, was wir der Einfachheit halber für dieses Einführungsspiel nicht haben, würde sich das sogar einen einfacher bewegen. Das heißt, es würde der erste Turbo Boost würde automatisch funktionieren, der weiter auf die 2 und dann immer auf die 3. Ah, okay. Das sieht sehr gut aus mit deinem Truck. Eine Drehung würde jetzt einen Leadership-Test 7 oder weniger auf 2 bis 6. Dann möchte ich das versuchen. Oh, du schaffst es nicht. Okay, der Truck läuft noch W6 Zoll geradeaus und endet dann seine Bewegung. 4 Stück. 4. Fast ein bisschen weiter. Ja, das werden wir sehen. Jetzt kriege ich schon einen Griff. Okay, damit endet die Bewegung des Trucks. Möchte irgendjemand der Besatzung aussteigen? Nein. Okay. Möchte irgendjemand der Besatzung das Feuer eröffnen? Oh, ich denke... Wer hat hier die größte Reichweite? Ja, du hast hier jemand, der 18 Zoll weit schießen könnte. Auch er kann 18 Zoll weit schießen, wenn er das Ding nicht bedient, kann er in der Schussphase seine eigene Waffe benutzen. Der hat die Kanone. Mhm. Das ist eine Waffe, die relativ schlecht trifft, aber 18 Zoll weit schießen kann. Dann würde ich ihn nehmen. Okay, gut. Ja. Das heißt, wir müssen erstmal ausmessen, ob es hinkommt. Ich nehme an, es sind 18 Zoll. Ja. Ich muss ja erstmal sagen, worauf er feuert. Na, ich nehme an, auf einen Aspekt. Du musst aufs nächste Ziel schießen. Gut, dann nehme ich den ersten Zug, der hier vorne steht. Dann müssen wir den Schamanen eigentlich auch ausschalten? Natürlich, klar. Okay. Mein geübtes Auge sagt mir, mein geübtes Tabletop-Auge sind 14, 18 Zoll. Meins? Ah, schau mal. Oh ja, das sind 18 Zoll. Gerade so drin. Ja. Okay, wir nehmen der Einfachheit halber an, dass die Orks da einfach über das Auto irgendwo rüberhängen und frei feuern können. Das heißt, die Orks auf dem Fahrzeug selber haben 365 Grad. So, das wäre jetzt der... Das wäre ein Orkboy. Mhm. Der hat auch eine Ballistikfähigkeit von 3, wie fast alle hier. Jawohl. Würde auf die 4 treffen. Trifft auf die 5, weil ihr schnell gefahren seid. Sonst gibt es keinen Mal. Okay. Ein Würfel auf die 5. Nein. Nicht getroffen. Okay.
In dem Fall passiert auch nichts. Wäre richtig schnell gefahren. Weil der Schuss irgendwo unter fernen Liefen läuft. Da niemand ausgestiegen ist und auch sonst keine Kämpfe mehr vorhanden sind. Es sei denn, du möchtest noch mit irgendwas anderem schießen. Dann würde ich den Fahrer nochmal versuchen. Okay, der trifft auf die 6 plus, weil die Waffe so schlecht schießt. Okay. Nein. Auch der trifft mich. Aber alles gut, sonst nichts passiert. Damit endet eure Runde. Aber hat er nicht auch Lärm gemacht jetzt? Ja, er hat auch Lärm gemacht, das ist richtig. Wir bewegen also den Squigmob wieder von der Entfernung, wieder von der weg. Das sind 6 Zoll. Ich will den Maßband haben. Danke. Und zwar genau vom Schützen weg. Das ist diese Richtung. Da stehen sie fast wieder. Ja, wieder zurück. Schopp, schopp, schopp. Alles gut. Aber jetzt sind die beiden Mobs dran gewesen. Erste Runde vorbei. Jetzt bewegt sich die Herde in 2-6 Zoll zufällige Richtung. Ja, komm schon. Um ein kleines hin zum falschen Fahrzeug. So, noch da. Und zwar 5 Zoll. Es wird später so sein, dass wenn durch diese Bewegung ein Base-Kontakt zwischen einem Squig oder einem Ork oder Goblin hergestellt wird oder einem Fahrzeug, der Squig versucht, den anzugreifen. Okay. Alle weiteren hüpfen dran vorbei und die Herde bleibt, wenn möglich, zusammen. Mhm. Das heißt, der Schamane bleibt auch bei allen freien Squigs, okay, wenn das möglich ist. Aber so ein Squig kann mich auch fressen? Ja, ein Squig kämpft nicht besonders gut, hat aber extrem scharfe Zähne, okay, und frisst in der Regel so 1-2 Orks pro Spiel. Also das haben wir immer mal. Aber das werden wir sehen. Gut, ich bin fertig. Sascha ist wieder dran. Okay. Ja, ich werde erstmal eine Bewegung durchführen. Okay. Das heißt, ich bewege mich 1 Zoll. Oh nee, Moment. Doch. Kann ich mich auch weiter wie 1 Zoll bewegen und dann... Natürlich, klar. Muss man mindestens immer 1 Zoll bewegen zwischen jeder Drehung. Dann bewege ich mich doch mal 4 Zoll. Okay. Mache dann meine Drehung. Ja. Und fahre nochmal 2 Zoll. Ja. Oh, wenn ich jetzt so einen Turbo-Boost drücke, dann... Oh, das könnte aber passen. Ich glaube, das passt da unten. Ja, doch. Ansonsten, ja, okay. Ich bin mir da nicht so sicher. Was soll ich denn schief? Ja. Ja, okay, geschafft. 6 Zoll geradeaus. Ja. Oh, wenn ich mich... Jetzt müsste ich mich drehen, ne? Das kommt drauf an, was du vorhast. Von der Platte runterfahren. Du kannst versuchen, da geradeaus runterzuschüsseln. Wenn du das aber nicht schaffst, das heißt, für so einen Fall würdest du wieder mal einen Leadership-Test machen für den Fahrer. Wenn er das hinbekommt, an dem kleinen Hindernis, das gilt für dieses Hindernis und für die Ecken der kleinen Hindernisse, dann kannst du da einfach runterrumpeln. Okay, dann wenn du das nicht schaffst, bekommst du einen Treffer. Dann mache ich erstmal den Leadership. Okay. Ja. Ja, das hättest du geschafft. Das heißt, du kannst jetzt mit dem Turbo-Boost, den du jetzt machen musst, oh, nicht geschafft. Jetzt würfeln wir das erste Mal auf der Thruster-Buster-Tabelle mit 1W6 und gucken, was passiert. Oh, eine 6. Okay, das ist das am wenigsten schlechte Ereignis für dich. Du bewegst dich W6 Zoll geradeaus. Ja, okay. Das ist doch gut. 3. Ups, hoppla. Endet damit dann auch mein Spielzug, oder? Damit endet die Bewegung des Fahrzeugs. Okay. Oh, wenn ja, ja. Alter, nein. Ja. Genau. Das ist das Problem. Okay, du hast jetzt die Möglichkeit, das Fahrzeug noch zu verlassen mit beliebig vielen Crewmitgliedern. Ich sage dir nur von vornherein, da das Fahrzeug unter Turbo-Boost unterwegs ist, kann man nicht einfach so aussteigen, sondern muss halt abspringen. Okay. Da ist eine 50-50 Chance, dass man auf die Nase fällt. Hm. Nee, dann bleibe ich doch lieber noch drin. Okay. Was möchtest du sonst noch tun? Du hättest jetzt noch eine Schussphase? Ja, ich möchte auf den anderen Buggy schießen. Okay. Mit meiner Megawumme. Ja, das könnte gerade so eben passen. Stefan, was meinst du denn? Warte, ich habe eine Schablone sogar hier. Das funktioniert. Ich denke auch, das passt gerade so eben. Ja. Er muss ja nur einen beliebigen Teil von dir erwischen können. Ja. Hier. Das... Ja, der Schusswinkel geht von hier. Ich behaupte jetzt einfach mal als unparteiischer Spielleiter und als jemand, der sehr an Chaos und Verwüstung orientiert ist, dass er dich natürlich treffen kann. Natürlich. Okay. Das sind wieder 40 Zoll, das passt auf jeden Fall. Ja. Wir müssen erstmal ausrechnen, wie viel Schuss rauskommen. Genau. Oh, 2 Schuss und dann macht klick, 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 klick. Genau. Das heißt, irgendwas verheddert sich, du musst einen Munitionscheck machen. Auf die 4 plus passiert dir nichts. 4 plus, alles gut. Die 2 Schuss gehen trotzdem raus. Du triffst normalerweise auf die 4, du triffst auf die 5, weil du schnell gefahren bist, auf die 6, weil er schnell gefahren ist, aber wieder auf die 5, weil er ein großes Ziel ist. Ach so. Ein Treffer, der allerdings eine 6 ist. Ah. Und für die 6 müssen wir noch einen Ammo-Check machen. Oh, den machen wir nochmal. Alles nichts gut. Passiert. Okay. Du hast ihn also getroffen. Treffe ich jetzt das Fahrzeug? Ne? Du triffst
immer das Fahrzeug. Man beschießt nicht Figuren auf dem Fahrzeug, man beschießt das Fahrzeug. Oh, jetzt müssen wir erstmal gucken, welche Zone des Fahrzeugs du erwischt hast. Dafür hat Steffen unten auf seinem Bogen eine kleine Tabelle. Ja, ich würfel. Also die 6. Die 5. Die 5. Die 5. Den Driver? Was? Driver. Der Driver. Ja, ganz genau. So. Oh. Und jede Zone eines Fahrzeugs hat einen Panzerungswert. Ach. Dieser Panzerungswert beträgt fast immer 8, außer beim Motor, da ist er 10. Mhm. Du nimmst jetzt also die Stärke deiner Waffe, das ist 5, plus ein W6 und musst 8 erreichen oder übertreffen. Also nur 3. Zum Beispiel. Ah, okay, das Geschoss bleibt irgendwo in der Fahrertür stecken, nichts passiert. Okay. Möchte sonst noch jemand was tun? Kann ich auf den Schamanen schießen? Ich muss auf das nächste Ziel. Du musst aufs nächste Ziel schießen. Das wäre quasi ein Squeak. Ich will die aber nicht töten, weil ich will die ja fangen. Ja, schießen ist keine gute Idee mit Squeaks. Nee. Dann möchte ich nichts mehr tun. Wie du gerade schon festgestellt hast. Ja. Es ist vielleicht eine gute Idee, wenn man selber schon 2 hat oder sowas und der andere vielleicht nicht. Dann kann man nicht abschießen. Steffen, du bist dran. Ich komme mal hier rüber. Genau, komm mal hier rüber zu mir. 1 Zoll, dann kann ich mich drehen. 1 Zoll, dann kannst du dich drehen. So ist es. Oh. Das wird knapp. Ja. Du hättest auch theoretisch die absolut unorkige Möglichkeit zu rangieren. Das bedeutet, du kannst dich 3 Zoll bewegen, vorwärts oder rückwärts oder beides. Ne? Also 2 vorwärts, 1 rückwärts, wie auch immer. Und dich dabei 3-mal drehen. Als Strafe darfst du keinen Turbo-Boost nutzen. Nee, ich mache die normale Drehung. Okay. 1 Zoll Gewicht. Müsste auch passen. Ne? Du kommst ja nach 2 Zoll um 90 Grad nach links. Müsste eigentlich 45 Grad sein. Mhm. Dann bewege ich mich noch weitere. Muss ich die 5 Zoll komplett ausnutzen? Nein. Ah, okay. Ja. Das heißt, ich kann also sagen, ich bewege mich jetzt 3 Zoll ja. und drehe mich dann nochmal. Natürlich. Muss ich einen Test machen jetzt? Nein. Auch noch nicht. Du hast 2 Drehungen unter dem normalen Motor, also die ersten 6 Zoll, ganz normal ohne. Ja, dann drehe ich mich nochmal. Ja. Und? Hättest du theoretisch sogar noch 1 Zoll über, ne? Ach, hätte ich den auch machen können, ne? 2 Drehungen. Ah, hätte ich das bewegen. Ah, ja, okay. Das sind halt Ochs, ne? Ja, ja. So, und das sieht schon mal sehr gut aus. So, dann möchte ich gerne das Knöpfchen drücken. Drück's Knöpfchen, Steffen. Dazu muss ich meine Werkzeuge in die Hand nehmen. Ja. Erster Versuch, 2 plus. Mhm. Wunderbar, überwiegen. Soll ich für dich das wäre bewegen? Zauberhaft, danke. Genau. Okay. Dann nehmen wir mal diesen 6 an. 6 ist da hinten. Und fahren nach hier. Gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Jawohl. Auf die 3 plus. Es gelingt. Funktioniert. So. Jetzt wirst du alle tot, ne? Und noch einmal, ja, weil es so schön ist. Jawohl. Oh, es gelingt. Nein. Es gelingt. Und ich fürchte, wir haben einen klitzekleinen Verkehrsunfall. Eieieiei. Mit diesem Squeak. Und er erreicht sich genau diesen Squeak und bleibt hier erstmal vorerst stehen. Oh, so, Schamane. Feldvorschreckung. Okay, dieser Squeak hat jetzt die unglaublich schöne Möglichkeit zu versuchen, wegzuspringen und auszuweichen. Dafür muss ich einen Initiative-Test machen. Initiative-Test bedeutet, ich muss gleich oder niedriger meine Initiative würfeln. Okay. Squeaks sind relativ behende, das heißt, eine 3 oder weniger reicht mir schon, um auszuweichen. Und ich schaffe es sogar. Ja. So, das bedeutet jetzt nichts anderes, als dass der Squeak einfach so ein Stück zur Seite hüpft, dass du ihn nicht überfährst. Okay. So, was möchtest du nun tun? Ach, 6 Zoll, ne? Genau. Ich glaube, ich möchte versuchen auszusteigen. Okay. Wie gesagt, du bist jetzt mit dem Turbo-Boost gefahren. Du müsstest abspringen. Das ist eine 50-50 Chance, ob der Krieger, der abspringt, auf die Nase fällt. Oh, oh. Komm, steck aus. Ich könnte natürlich auch versuchen, mich zu drehen. Das müsste ich dann mit einem Leadership-Test machen. So ist es. Und dann bewegt sich das Fahrzeug noch. Nee, dann drehst du dich nur auf der Stelle. Das ist das Ende dieser Bewegung. Ja. Und dann könntest du erneut den Turbo zünden, wenn du das wolltest. Aber dann, wenn ich es drehe, könnte ich ohne dieses Risiko aussteigen. Nein. Ach so. Sobald du einmal in deiner Bewegungsphase diesen Turbo gedrückt hast, ist das Fahrzeug zu schnell unterwegs. Okay. Ich versuche mich... Nee, ich drücke nochmal den Turbo. So. Du bist dir sicher? Ich warte rein, ja, ja. Oh, nein. Es gelingt dir nicht. Was passiert? Würfel bitte einen weiteren Würfel. Nein! Oh, du drehst dich. Das ist sehr schön. Dann bestimmen wir jetzt hiermit bitte mal die Ausrichtung deines Fahrzeugs. Okay, du drehst dich nach hier und das beendet die Bewegung des Fahrzeugs. Okay. Mhm. Ist mein Zug damit beendet? Nein, nur die Bewegung des Dann Fahrzeugs. Würde ich jetzt aussteigen. Alles klar. Wer soll anfangen? Also aussteigen funktioniert wie folgt. Du nimmst jemanden und platzierst ihn in Base-Kontakt mit dem Fahrzeug an einer Stelle, an der er aussteigen könnte. Das heißt, alle auf der Ladefläche hinten rum, der Fahrer hier, der Beifahrer da. Okay, dann
Fangen wir mit dem Goblin an. Okay, wohin soll er aussteigen? Nach hinten raus. Nach hinten raus, okay. Auf die 4 plus fällst du auf die Nase. Du fällst nicht auf die Nase. Alles gut. Na gut, okay. Dann machen wir weiter mit dem... Den Ork mit der Knarre? Jawohl. Der soll nach hier aussteigen? Der ist dann gefallen. Okay, der fällt auf die Nase und bekommt eine Stärke 3 Treffer. Das heißt, auf die 5 oder 6 eine Verwundung. Aber er hat eine Rüstung an. Ja. 6 plus Rettungswurf hat er. Das reicht leider nicht. Jetzt müssen wir auf der Verletzungstabelle nachschauen, was passiert. Würfel bitte einen weiteren. 5. Er ist down. Das heißt, er liegt K.O. oder mehr oder weniger K.O. auf dem Boden. Ja. Das heißt, Nase nach vorne ist schon richtig. Und kann sich in seiner nächsten Runde nur 2 Zoll kriechend fortbewegen. Und am Ende einer jeden Runde müssen wir gucken, was mit ihm passiert. Entweder er steht auf oder er verblutet. Okay, alles klar. Geil. Kleiner Hinweis. Wenn so ein Modell im Nahkampf angegriffen wird, wird es automatisch ausgeschaltet. Trotzdem setze ich meine Ausstiegs. Okay, das ist dein Boss. Ja. Wohin soll der aussteigen? Auch zur selben Richtung? Ja, bitte. Alles klar. Wir schaffen uns leider auch. Auch hier wieder eine 5 oder 6, um ihn zu verwunden. Also ich würfel sonst nur 1. Das muss man an dieser Stelle hier mal festhalten. Ja, ein 6er Rettungswurf. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich die 1. Nicht ganz. Jetzt müssen wir auch für ihn auf der Verletzungstabelle würfeln, was passiert ist. Er ist leider raus aus dem Spiel. Krass. Das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, aus dem Spiel in den letzten 2 Tage ist das die klassische Eröffnung. Okay. So, was soll jetzt passieren? Der Beifahrer. Der Beifahrer ist auch raus. Ja, kommt. Okay. Oder wir stoppen an den Zug. Der muss nach hier aussteigen. Nee, ich kann das Risiko nicht eingehen. Ich beende den Zug hier. Okay, du musst den Zug aber gar nicht beenden. Das Gute ist, jedes Modell, was ausgestiegen ist, erfolgreich, kann jetzt komplett aktivieren. Könnte sich noch normal bewegen, kann feuern, könnte im Nahkampf angreifen und so weiter. Dann würde ich gerne den Squig im Nahkampf angreifen. Okay, das heißt, der Goblin läuft einfach ran und wir machen hier in der Nahkampfphase weiter. Okay. Wir hätten jetzt noch eine Schussphase. Möchtest du in der Schussphase irgendwas tun? Der Beifahrer könnte theoretisch schießen, der Fahrer ist mit Fahren beschäftigt. Der Beifahrer hat was für eine Knarre? Der hat die Kanone, die trifft relativ schlecht, hat aber dafür Stärke 4. Dann würde ich den Beifahrer auf das gegnerische Fahrzeug schießen lassen. Bitte? Das lassen wir in dem Fall zu, ist kein Problem. Er schießt, es sind 18 Zoll, das weiß ich einfach. Ja. So, es ist die 4 als Grundtrefferwert, es ist die 5, weil die Waffe so schlecht schießt, es ist die 6, weil sich sein Fahrzeug zu schnell bewegt hat. Okay. Es ist die 7, weil das gegnerische Fahrzeug schnell gefahren ist. Es ist aber die 6, weil das gegnerische Fahrzeug ein großes Ziel ist. Auf die 6 triffst du. Okay. Nein. Hier. Der Schuss geht daneben. Das war's. Okay. Damit endet deine Schussphase, weil der Goblin im Nahkampf natürlich nicht schießen kann. Okay. So. Wir beginnen damit eine Nahkampfphase. Die Nahkampfphase läuft relativ einfach ab. Wir würfeln eine Anzahl an Würfeln gleich unserer Attacken. Du würfelst 2 Würfel, weil du 2 Nahkampfwaffen hast. Dadurch 2 Attacken bekommst. Mit dem Goblin, das ist der letzte in deiner Liste. Ja. So, wir suchen uns dann den höchsten davon aus und lassen den anderen liegen. Als Referenzzweck. Der Squig hat tatsächlich nur einen Würfel. Mhm. Ich habe eine 6 gewürfelt. 7. Okay. Achso, also den höheren. Ah, okay. So, genau. Den hier, den brauchen wir. Wenn das eine 1 wäre, würde der Gegner einen Bonus bekommen, weil du quasi einmal einen Patzer gewürfelt hast. So, zu diesem Wert 6 addieren wir nun unser Kampfgeschick. Kampfgeschick von dem Squig ist genauso hoch oder niedrig wie das von dem Goblin. Ist eine 2. Kampfgeschick ist der WS. Weapon Skill, ja. Genau. Ja, okay. Das ist bei dir, glaube ich, auch eine 2. Ja. Das heißt, du wärst jetzt bei einer 7 angekommen. Richtig. Ne? Der Angreifer bekommt einen Bonus von plus 1. Das heißt, du bist auch bei einer 8. Okay. So. Bei einem Unentschieden, was wir jetzt haben, würde derjenige Spieler gewinnen, der die höhere Initiative hat. Ich habe eine Initiative von 3. Wie hoch ist deine Initiative? Ich habe eine von 2. Okay, das heißt, ich beiß dich einmal. So. Zack, weggefressen. Ich habe eine Stärke von 5. Das läuft hier für mich. Weil gut. Ich halt nur aus Maul und Klauen bestehe. Ja. Und dein Goblin hat einen Widerstand von 3, wenn ich das richtig sehe. Toughness, ne? Ja. 3, ja. Okay. Ich würfel einfach mal, schaff's nicht, dich zu verletzen. Okay. Oh. Gut. Der Nahkampf wird jetzt nicht aufgelöst. Der bleibt bestehen, bis es ein Ergebnis gibt. Du kannst doch nicht raus aus dem Nahkampf. Okay. Wir kämpfen nächste Runde weiter. Ich drehe mich mal zu dir.
Okay, damit endet deine Runde, weil die Erholungsphase würfeln wir nächste Runde. Okay. Was mit ihm passiert, am Ende dann nächste Runde. So, jetzt? Lärm? Ja, wir sind ja hier im Nahkampf, es hat ja keiner irgendwas auf die Leute geschossen. Wir wollen es nicht durch zu viele Faktoren durcheinander bringen. Jetzt bewegt sich erstmal der Mob. So, ihr habt doch Glück, 8 Zoll nach da. Die springen natürlich auch alle wieder rein ins Fahrzeug. Ja, genau. Hier drüber. Ich kann mich immerhin nur 4 Zoll bewegen. Ne? Ja, oder 8 Zoll laufen. So, der Schamane ist natürlich auch relativ empfindlich, was Lärm und Störungen angeht. Und wird relativ schnell sauer, weil er ist ja hier mitten ins Nichts gezogen, um seine Ruhe vor so verrückten Idioten wie euch zu haben. Das heißt, wir gucken am Ende seiner Runde, beziehungsweise in seiner Schussphase, was sich alles innerhalb von 12 Zoll befindet. Das ist sehr viel, wenn ich das mal so sehe. Das sind alle. Wir haben es so gemacht. Wir machen jetzt einen Test auf die 13 mit 2W6. Das heißt, normalerweise kann ich diesen Test niemals bestehen. Ja. Für jeden Ork innerhalb von 12 Zoll plus 1, für jedes Fahrzeug plus 2, für jeden toten Zwilling auch plus 2. Okay. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Plus 11. Okay. Goblins zählen natürlich nicht. Ja. So, also automatisch rastet der Schamane aus. Und auf das nächste Ork-Modell, was fürchte ich der am Boden liegende sein wird, schmeißt da einmal Gorks Blitz. Okay. Das ist ein grüner Blitz, der Stärke 3, ist nicht so wahnsinnig gefährlich. Also eine 5 oder 6 brauche ich, um dich zu verletzen. Oh, ich schaffe es, dich zu verletzen, aber du hast wieder eine Rüstung, die dagegen zählt. 6, ja? Ja. Nein. Oh, okay, ich habe einen Verletzungswurf. Und würfel eine 3, es ist nicht schlimmer, als es jetzt schon ist. Du bist bereits am Boden, nichts passiert. Okay. Okay. So, damit endet die Runde der Schamanen. Ich und Sascha ist wieder dran. Nein, ich habe etwas vergessen. Wir haben einen Nachkampf. Und ich bin ja eine eigene Fraktion. Ja, genau. Also wir kämpfen jetzt die nächste Kampfrunde. Okay. Du würfelst wieder 2, jetzt ja, 2 1. Und der einzige Unterschied zu vorher ist, dass du deinen Nahkampfbonus verlierst, weil du jetzt nicht mehr Angreifer bist. Ja. Der Nahkampf besteht. Ich habe eine 2, ich habe ein Kampfgeschick von 3, das heißt, ich habe eine 5. Was hast du? Ja, ich habe einen Weapon Skill von 2, also habe ich eine 4. Okay. Der Unterschied zwischen unseren beiden Werten ist die Anzahl an Treffern, die ich lande. In dem Fall wieder einen Treffer. Ja. So, ich versuche dich zu verwunden. Ich schaffe das mit der 5. Und schlimmerweise hast du keine Rüstung an, weil du ein nackter Goblin mit 2 Revolvern bist. Beziehungsweise mit einem Revolver oder einem Knüppel. Ich mache also Verwundungswurf. Und mit einer 2 bekommst du zum Glück nur eine Fleischwunde. Ja. Bei all deinen Ergebnissen wärst du jetzt gefressen. Das bedeutet, du verlierst einen auf deinen Weapon Skill und einen auf deinen Ballistik Skill. Okay. Wenn einer der beiden, Gitznick. Genau. Gitznick ist das. Wenn einer der beiden Werte 0 beträgt, ist der Spieler raus. Ja, okay. Also Weapon Skill auf 1, Ballistik Skill jetzt auf 2. Ganz genau. Damit endet meine Runde. Sascha ist wieder. Okay. Ich glaube, ich möchte nicht fahren. Oder, warte mal, wenn ich rückwärts fahre, dann springen die Jungs auch wieder raus und können verletzt werden. Nein. Ach, solange du den Turbo nicht benutzt, kann das nicht passieren. Dann möchte ich gerne einmal 3 Zoll zurückfahren. Okay. Soll ich mal für dich der Einfachheit halber hier fahren? Wie das fällt jetzt einer raus? So, jetzt möchte ich gerne aussteigen. Okay, da du langsam gefahren bist, ist das Aussteigen überhaupt kein Problem. Du setzt das Modell einfach wieder in Base-Kontakt. Okay. Ohne und wirst fertig. Okay. Und von da aus kannst du es ganz normal aktivieren. Das kann ich auch. Nee, die bleiben drin und dann nehme ich hier die Modelle, ne? Genau. Wenn du jemanden von denen aussteigen lassen möchtest. Fangen wir den. Nee, die lasse ich mal drin. Ja, okay. Okay, dann haben wir eine Bewegungsphase weiterhin, oder wollen Sie? Ja, genau, die möchten eine Angriffsbewegung machen. Okay, 8 Zoll Angriffsbewegung. Ja. Erst ansagen, dann ausführen. Wie ist das über Hindernisse hinweg? Du läufst einfach dran vorbei, wenn du dran vorbei bist. Okay, dann möchte ich gerne 8 Zoll, ne? Mhm. Der möchte den Lilanen angreifen. Alles klar. Und der möchte den Gelben angreifen. Ja, dann mal los. Das kommt natürlich hin, ne? Mhm. So, das sind 5 Zoll. Boah, so knapp. Mhm. So, 8 Zoll. Ja. Okay. Komm ich ran. Möchtest du mal sehen? Ich glaube dir. So. Und wir sind immer noch in der Bewegungsphase. Ja, genau. Da könnte sich 4 Zoll bewegen. Oder 8 Zoll sprinten. Oder 8 Zoll sprinten. Wenn er sich bewegt normal, könnte er noch feuern. Nee. Er sprintet mal. Okay. 8 Zoll.
Hallo, Sascha, schießt du auf eine. Genau. Ihr seht, bei den Modellen ist der Schusswinkel vorne mit den beiden weißen Strichen. Okay. Genau. So, Schussphase. Der Yankee Goblin. Mit der Kanone wird das wahrscheinlich nicht hinhauen mit dem Schusswinkel. Nee. Dann möchte ich sofort in den Nahkampf gehen. Ich möchte nicht weiter schießen. Alles klar, gut. Mit welchem Nahkampf möchtest du beginnen? Mit dem ersten, mit dem Lilanen. Alles klar. Das ist dein Ork-Boss. Ja. Der Ork-Boss hat eine relativ hohe Stärke, aber eine dicke Waffe. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt einen Gleichstand erwürfeln, verlierst du diesen Gleichstand, weil deine Waffe so langsam ist. Ah, okay. Ne? Aber du hast ein höheres Kampfgeschick, hast angegriffen, also die Wahrscheinlichkeiten aber sind. Aber wieder raus. Zwei, ne? Nee, ein. Der ein. Hat nur eine Nahkampf. Eine Nahkampfwaffe, okay. So. Ich würfel eine 4. Ich eine 5. Okay. Wir addieren unser Kampfgeschick. Meins ist 2, deins ist 4. Ja. Das heißt, ich habe eine 9. Ja. Ich hab angegriffen. Eine 6, genau, du hast eine 10. So, das heißt, du hast 4 Treffer gelandet. 4 Versuche, mich zu verletzen. Du hast Stärke 5 mit dem Ork. Ja. Mit dem fetten Spalter. Das ist 2 plus. Ich habe einen Widerstand von 4. Ja. Direkt. Okay, alle 4. Jetzt darfst du bloß keine 6 würfeln. Okay. Weil bei einer 6 bin ich wieder tot. Oh. Dann hast du mich wieder wie die berühmte reife Tomate. Aber mit 4. Mit jedem Treffer. Oh, keine 6. Und das ist Das sah so gut aus. Oh Mann! Du musst sie ganz zart anfassen. Ja. Also mit dem Ork-Boss jemanden anzugreifen ist auch scheiße. Ja, der ist halt ein bisschen. Grober. Ja, okay. Wir haben noch einen zweiten Lager. Mit der Tranke kann ich. Oh, ich habe eine 1. 3. Du bekommst für meine 1 einen Bonus drauf. Verliere wieder mein Kampfgeschick und lande dann bei einer 3. Welcher ist das? Ein Boy, ne? Das ist der Boy, genau. Also plus 3. Ja. Das heißt, ich bin bei 7. Und du hast angegriffen? Bei 8. Okay. Du hast 5 Treffer gelandet. Oh nein. Das wird schnell ein Problem, ne? Nicht so viel. Jetzt ist aber verbunden nur auf die 5. Achso, okay. Erstmal eine. Nur eine Verwundung, okay. Nur keine 6 würfeln, dann gehört er dir. Oh. Alles klar. Du hast ihn geschnappt. Er ist jetzt hinten an dir dran. Okay. Dann läuft dir jetzt hinterher. Du hast so einen Karabiner, hast du einfach Fuß eingehakt und so und fertig. Könnte ich noch einen fangen? Du kannst beliebig viele fahren. Okay. Wenn du aus irgendeinem Grund jetzt den Boden unter den Füßen verlieren solltest, mit dem Ork, dann fressen die mich. Dann laufen die wieder weg. Achso, okay. Also du musst, um jetzt einen Punkt zu erzielen, auf deine Ladefläche. Auf meine Ladefläche. Kannst du mal einfach einsteigen, musst du keinen Test für machen, es sei denn, das Fahrzeug ist schnell gefahren. Ja, okay. Dann bist du drauf, hast du einen Punkt. Ja, aber ich bin jetzt auch durch. Alles klar. Gut, die Runde ist durch, Steffen ist dran. Deine Bewegungsphase. Du kannst, streng genommen, nur das Fahrzeug und die beiden Insassen bewegen. Er ist im Nahkampf, er liegt auf dem Boden, könnte jetzt 2 Zoll kriechen. Ich würde, ja okay, kann er dann aufstehen wieder? Am Ende der Runde haben wir eine besondere Phase, das ist die Erholungsphase. Ja. Da würfeln wir, was mit ihm passiert. Aber er ist für diese Runde quasi effektiv raus. Das ist die Strafe, die du von der Verletzung also, hast. Also, ich würde ihn 2 Zoll in die Richtung kriechen lassen. Okay, dann machen wir einfach mal so ganz grob so. Na, hin zu den... Achso, oder so? Genau. Okay. Möchte das Fahrzeug sich bewegen? Ja. Das Fahrzeug möchte 1 Zoll sich nach vorne bewegen. Ich mache diese Bewegung für dich einfach mal einfach. Er möchte sich dann um 45 Grad drehen. So ungefähr? Genau. Fährt dann weitere 5 Zoll nach vorne. Okay, ich messe einfach mal von dem Anfang des Hinterreifens. Und wir erwischen den Zwick hier. Ja. Der Zwick versucht, auf die 3 plus auszuweichen. Den würfel ich nochmal. Auf die 3 plus nicht, sondern niedriger als 3. Das hat er geschafft. Das hat er leider wieder geschafft. Oink. Und spring zur Seite. So. Was möchtest du nun tun? Ich möchte das Fahrzeug nochmal um 45 Grad drehen. Ich rate einfach mal in diese Richtung. Genau. So, okay. Was soll nun passieren? Das sind zu 45 Jetzt Grad. Möchte ich den Boost drücken. Drück den Knopf. Und jetzt zeitlos. Jawohl! Okay. Das heißt, er könnte mich auch jetzt treffen. Na, selbstverständlich. Ah, das war ein Gedanke. Er bewegt das Fahrzeug 6 Zoll vorwärts und trifft tatsächlich. Oh nein! Diese so ganzen Penner, Jungs hier. Auf den Schamanen. Auf den Schamanen. Ja. Stell ihn einfach mal daneben. Wir machen das Schritt für Schritt. Dieser Spick, 3 oder weniger, schafft es nicht. Er wird jetzt W3 Zoll von deiner riesengroßen Stoßstange in zufällig bestimmte Richtung weggeschleudert.
nach da. Das heißt, er wird irgendwie von den Reifen erfasst und kommt hier hinten raus. 3 Zoll ist ungefähr da. Und bekommt hier jetzt einen Stärke 3 Treffer. Ja. Das heißt, 5 von der 6, um ihn zu verwunden. Jo. Du hast ihn verwundet. Auf der Verletzungstabelle würfeln. Nur keine 6, dann ist er tot. Okay. Okay, er liegt da auf der Seite. Ja. Alles gut. Mhm. So, der nächste ist Quick. Beziehungsweise als nächstes der Schamane. Mhm. Der hat eine Initiative von 3 auch. Schafft es nicht. Wird W3 Zoll weggeschleudert, das heißt, liegt unter dem Fahrzeug. Oh Gott. Ich habe ihn überfahren. Du kannst versuchen, ihn zu verwunden auf die 5. Ja. Ja. Ist dir gelungen? Ich habe eine 6er Rüstung, die mir nicht gelingt. Verletzungswurf. 4. Mit einer 4 liegt er also genauso am Boden, wie er es tut. Mhm. Nicht okay. Auf der Nase, ist richtig. Der Squig versucht wegzuhüpfen auf die 3, schafft es auch nicht. Oh. Wird 2 Zoll nach hier geschleudert. So. Verletzungswurf wieder auf die 5. Liegt immer noch unter dem Fahrzeug, ne? Naja, nee, das Squig nicht, der ist schon mal noch nicht unter dem Fahrzeug. Ne? Nicht geschafft. So, jetzt musst du für deinen Boy würfeln. Eine 1 oder eine 2 würde dich Sicherheit wiegen, alles andere nicht so. Okay. W3 Zoll in zufällige Richtung. Ja, 2 nach Das heißt, auch er zieht dich irgendwie hier so einmal quer durchs Laufwerk. Jetzt kann Steffen versuchen, dich zu verwunden. Auf die? Auf die 5. Das sind nur Stärke 3 Treffer. Ja, okay. Das sind relativ viele während des ganzen Spiels. So, deswegen steht es wieder hier. Ist der noch an meiner Hose? Nee, du bist ja zu Boden gegangen. Oh nein! Hm? Der Unterschied ist, dieser Krieger ist nicht verwundet, liegt auf dem Rücken. Der kann also in seiner am Anfang seiner Runde steht er einfach wieder auf. Okay. Der wäre jetzt noch schutzlos, wenn er jetzt im Nahkampf angegriffen würde. Kopf ab. Wenn nicht, steht er mal wieder auf. Okay. Möchtest du nochmal draufdrücken? Obwohl, wenn ich jetzt aussteige, habe ich wieder das Problem, dass ich... Wenn du es allerdings schaffst, ist er weg. Pass auf, der Schamane liegt doch da unter. Einfach vor, zurück, vor, zurück, vor. Wir mögen ihn behalten. 50-50 war das, ne? Mhm. Auf die 4 plus. Mhm. Das ist so gut, um es nicht zu machen. Was möchtest du tun, bevor du würfelst? Ich glaube, ich will mit dem Fahrer aussteigen. Der Fahrer kann nicht, weil der Fahrer ist mit Fahren beschäftigt. Ja, dann der Beifahrer. Okay. Er möchte nach dort aussteigen. Jawohl. 4 plus passiert ihm nichts. Oh, er schafft es. Nimmst du bitte die Figur? Wo ist er? Das ist der mit der Wumme. Der? Genau. Der mit der Tuso-Panzerfaust. Und ich denke, er möchte in Base-Kontakt mit ihm kommen. Ne? So sieht es nämlich aus. Damit ist er automatisch ausgeschaltet. Oh, mein Squigfänger. Okay. Sonst noch Wünsche? Ja, sonst kommt der Nahkampf. Ja, genau. Wenn jetzt niemand schießt. Das Fahrzeug möchte sich. Wollte, es kann niemand schießen. Es ist noch Bewegungsphase, ja? Eigentlich ist die Fahrzeugbewegung jetzt vorbei, weil du was anderes bewegt hast. Ja, okay, alles klar. Hm. Der Goblin kann ja nicht raus? Nee, der muss kämpfen. Der hat sich schon bewegt, der Liegende? Mhm. Was ist denn hier? Er hat ja gerade eine Angriffsbewegung gemacht. Das Entfernen des Modells machen wir ja streng genommen in der Nahkampfphase. Ja. Okay, alles klar. Dann bin ich eigentlich durch. Gut, dann kommt jetzt wieder ein Nahkampf. Nehmen wir einen Würfel, nimmst du zwei Würfel. Ach, da hinten liegt Goblin. Genau, gegen den Goblin. Ich habe eine 5 gewürfelt. Auch. Ich habe eine 7, dadurch, dass ich Kampfgeschick von 2 habe. Du hast auch eine 7. Kriegst du auch plus 1, weil du angegriffen hast? Wenn ich angegriffen hätte, aber die so ein. Ach, ich habe einen Weapon Skill von 1. Achso, ja, dann treffe ich dich einmal. Mist. Verwunden, ich habe dich verwundet. Du hast keine Rüstung an, selbst wenn du eine hättest. Ich habe Stärke 5, die durchdringt die Rüstung. Und du hast noch eine Fleischwunde. Damit sinkt dein Kampfgeschick auf 0. Und damit. Und damit fresse ich dich einfach. Negativ. Gut. Wie sieht das. Ach, die Erholungsphase haben wir vergessen. Nee, die kommt jetzt. Ja, die kommt jetzt zum Schluss. Genau. Ja, jetzt. Jetzt, genau. Wir würfeln jetzt mit dem W6. Was passiert? Bei einer 1 oder 2 stehst du wieder auf, bei einer 6 bist du raus, alles andere bleibst du liegen. Ja! Du hast eine Fleischwunde mit dem Boy, der nur die Wumme hat. Okay, das ist der. Shooter? Genau, der nur den Shooter hat.
Okay. Nuplok. Genau, Nuplok. Kommt also ein Weapon-Skill weniger, ein Ballistik-Skill weniger. Ganz genau. Gehe ich also bei beiden auf 2. Und ist jetzt wieder ganz normal mit dabei. Okidoki. So, damit endet deine Runde. Jetzt ist der Schamane wieder dran. Der kann diese Runde nicht so wahnsinnig viel machen. Nee. Also kommen wir gleich. Kann ja gerne sauer sein. Zum Fahrzeichen. Darf ich bitte noch einen Würfel haben? Ja, natürlich. Dankeschön. Wer ist denn überhaupt noch frei? Er ist wieder frei und er ist so halb frei. Ne? Ja. Den hat es nicht verletzt. Das heißt, der steht wieder auf. Der ist... Nee, genau andersrum. Der ist nicht verletzt, weil er auf dem Rücken liegt. So. Die Herde bewegt sich... 7 Zoll in diese Richtung. So, hier kommt jetzt ein Nahkampf zustande, weil er sich durch dich durchbewegen würde. Mhm. Und die bewegen sich dann so in diese Richtung. Und die bewegt sich so, dass sie versucht, wieder eine Einheit zu bilden. Ja, okay. Zieh ich den einen so ein bisschen in die Richtung. Alle anderen können sich gerade nicht bewegen. Kriegst am Boden bleiben, am Boden einfach. Wird der Nahkampf sofort jetzt noch ausgeführt? Der Nahkampf wird in meiner Nahkampf. Ich bin die dritte Fraktion. Okay. Wird in meiner Nahkampfphase. Er kann nicht ausrasten, weil er am Boden liegt. Unter dem Fahrzeug, genau. Wir haben nur diesen. Einen Nahkampf, wir haben beide nur einen Würfel. Mhm. Ich habe eine 6 gewürfelt. Oh. Oh. Wir addieren unser Kampfgeschick. Meins ist 2. Das heißt, ich bin bei einer 8. Weil ich angegriffen habe, bin ich bei einer 9. Oh, oh. Ich bin der. Der Spanner, das ist der zweite Spanner. Liste. Ich habe den mit Namen. Drei. Mit 3, also dann habe ich eine 6. Okay, dann hast du eine 6. Das heißt, ich treffe dich 3-mal. Oh, oh. Verwunden auf die 3 leider, weil ich Stärke 5 habe. Nur eine Verwundung. Ja. Du hast keine Rüstung, weil Stärke 5 deine Rüstung um 1 verringert. Also hast du 6, 7, keine Rüstung. Verletzungstabelle. Du hast eine Fleischwunde. Oh Mann. Du bleibst aber im Nahkampf. Oh Mann. Bleibst auch am Leben. Ja, dann gehe ich mal auf 2 runter. Ja. Also du bist irgendwie arg gebeutelt hier. Ja, aber es könnte schlimmer aussehen. Ja, alles super. Ja, alles super. Du bist ja noch zu dritt. Musst nicht testen. Wenn du ein weiteres Modell verlierst, musst du anfangen, Moralwürfe zu machen. Ich bin dran. Ja. Bewegungsphase. Das ist ja der Anfang vom Ende sozusagen. Das ist dann der Anfang vom Ende, genau. Ich bewege mich 1 Zoll. Muss ich wieder so einen Test machen? Nee, du hängst ja noch auf dem Ja, du musst einen Test machen, ne? Oder? Ja, genau. Du musst wieder so einen Fahrtest machen. 7 oder weniger? 7 oder weniger. Okay, nicht geschafft. Mann. Du bekommst jetzt einen automatischen Treffer. Oh. Naja, du brauchst einen Unfall. Und den darf Steffen würfeln, damit er was schön ist. Wunderbar. Wir würfeln erstmal, welche Zone Schaden nimmt und dann würfeln wir, was genau passiert. So, ich habe eine 3. Die 3, das sind die Gubbins, glaube ich. Das sind die Aufbauten. Dieses Fahrzeug hat quasi, oder Zusatzausrüstung, dieses Fahrzeug hat nur 1, das ist die Zusatzmunition. Auf die 4 plus ist das zerstört. Das explodiert leider nicht, das ist dann einfach zerstört. Nein. Es ist nicht zerstört, nichts passiert. Kann ich da trotzdem... weiter fortführen, meine Aktion? Nee, die Bewegung ist damit mit dem Unfall vorbei. Komplett für alle? Das Fahrzeug. Das Fahrzeug. Okay. Nee, ich glaube für alle. Nein, in deinem Fall. Ja. Okay, dann möchte ich mich mit meinem Goblin bewegen. Kann ich auf den Schamanen unter dem Auto schießen einfach? Ja, sind wir mal nicht. Kriegt er Deckung. Deckung. Ich bewege mich trotzdem mal. Ja, warte mal. 4 Zoll bewegen. Die kann ich den einfangen? Wir am Boden nicht allein gefangen werden. Einfach eine Angriffsbewegung. Okay. Und dann hast du ihn. Dann bewege ich mich trotzdem mit dem Goblin so ein bisschen. Ja. Seine 4-2. Der kann den Schamanen nicht angreifen im Nahkampf, weil er unterm Fahrzeug ist. Muss ich die eigentlich von der Platte führen, mit Auto oder ohne? Nein, die müssen erstmal nur auf deinen Laden fliegen. Okay. Und hier mache ich eine Angriffsbewegung. Ach, Zoll, ja. Ja, das geht natürlich. Also Ladefläche ist Ziel. Ladefläche ist Ziel, genau. Okay. Wenn du dann natürlich meinetwegen einen Pickup klaust, wo 3 Dinger drauf sind, auf der Ladefläche. Wunderbar. So, ne? Target acquired. Kann ich eigentlich auch das Auto stürmen? Natürlich, klar. Du kannst auch einen Nahkampfangriff auf das Fahrzeug ansagen. Na, jetzt habe ich das schon gemacht. Dann versuchst du drauf zu springen, ist ein Initiative-Test für den Boss. Eine 1, 2 oder 3, also 50-50. Okay. Dann kämpfst du gegen die Crew und jeden, den du besiegst, oder jeder, der besiegt wird, wird vom Auto geschmissen. Okay. Genau. Lustig ist auch immer, wenn nur noch der Fahrer da ist und der im Nahkampf kämpfen muss. Weil das Auto bewegt sich ja trotzdem. Wenn es keiner mehr steuert, passieren meistens witzige Dinge. Okay. So, eine Bewegungsphase. Okay. Schussphase? Schussphase. Ich möchte, ja, das hat natürlich keinen Schuss. Nee. Ja, dann schieße ich mit dem Goblin auf den Schamanen. Okay, der Goblin schießt mit seinem Six-Shooter-Revolver. Einmal mit dem Schnellfeuerwürfel. Ich feuert alles raus, was er hat. 2 Schuss. 2 Schuss. Dann bekommt er diesen wunderschönen Reload-Marker, weil er die nächste Schussphase damit verbringt, nachzuladen. Mhm.
Du versuchst auf den Schamanen zu schießen. Der Goblin hat einen Web-Skill von 3. Ja. Das wäre eine 4 plus zu treffen, das ist 5 plus. Du hast mich, ich werde kaufen. Ein Treffer. Ja, das ist einfach so. Ein Treffer. Ja, sorry, aber ich hatte erst Nein gesagt. Wir haben noch gar nicht angefangen, ihr habt euch nicht einmal gerammt. Ja, aber er hat mich jetzt schon. Du triffst ihn einmal. Ja. Du hast eine Stärke von 3, hat wieder schon 4, ist die 15 per Runde. Nein. Oh, es reicht nicht. Deckschuss. Okay. Okay, Nahkampfphase. Ja. Du schnappst dir den Squig. Und zack, an den Gürtel ran. Genau, an den Gürtel ran. Schwupps. So. Nein. Ich glaube, der Plan ist gleich in der nächsten Runde. Ich aufs Auto. Aufs Auto, den aus dem aufs Maul laufen. Und mit dem wegfahren. Ja. So ungefähr. Okay. Dass einer beide Trucks gleichzeitig hat, war noch nicht. Meistens war einer vorher kaputt. Okay, ich glaube, das war's schon. Ende deine Runde. Ja. Steffen. Der ist ja, ich der möchte versuchen, den hier. Ja, die sind beide im Nahkampf gebunden. Der kann sich nicht bewegen. Das kommt später, ja, okay. Die kämpfen in der Nahkampfphase. Erstmal kommt die Bewegung. Dann geht der das Auto rein, theoretisch noch. Das Auto und er. Ja. Dann würde ich versuchen, ihn ja. in Angriff zu bringen mit ja. einem. Ja, bleib mal. Dann brauchen wir nicht zu messen, das passt auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist der, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, das war Nuplok. Das war der, der schon den, ja. naja, der schon den Treffer hat. Aber erstmal weiter die Bewegungsform. Ja, stimmt. Möchte das Fahrzeug sich noch bewegen? Das Fahrzeug? Möchte das Fahrzeug vielleicht das Fahrzeug rammen mal? Ja, nein. Eine relativ souveräne Idee, bevor er da einsteigt. Obwohl, naja gut, ich sag mal, das Fahrzeug möchte vielleicht lieber 3 Zoll zurückfahren, denn ich könnte ja hier mit Erfolg das Ganze dann auf die Heckfläche meines... Ich will dir nicht reinreden, aber es wäre natürlich ausgesprochen unorkig, was du da vorhast. Ja, das ist richtig. Fahr ruhig 3 Zoll zurück. Es ist vernünftig, sag ich mal so. Hm. Orks sind nicht vernünftig. Na gut, alles klar, du fährst. Ja. Kann der Schamane dabei noch Schaden nehmen? Der liegt jetzt bereits unter dem Auto. Okay, alles klar. Aber wenn ich jetzt nochmal drüber... Wenn du das nächste Mal drauf, dann würde es gehen, aber während du dich noch drauf befindest, du musst erstmal einmal kurz runter sein. Ja, okay, dann fahre ich 3 Zoll zurück. Alles klar. Maßband habt ihr, glaube ich, oder? Ja. Sascha alle beide unter seine Fittiche gelegt. Der Chef hat hier alle Maßbänder in der Tasche. Ja, das ist klar. Ich setze mal... So, genau, alles gut. Super. Okay, mehr kann das Auto auch nicht machen, außer sich jetzt nochmal drehen, wenn du möchtest. Ja, bei der 3 Zoll Bewegung ist es so, dass du dich für jedes Zoll, was du dich bewegst, einmal drehen kannst. Das heißt, dreimal bis zu 45 Grad. Oh, das ist jetzt schön. Nicht am Ende, sondern Zoll fahren, drehen. Ach so. Drehen. Ja, oh, das ja ist gut, dann ne? würde ich eben so runtersetzen. So. Aha. Ich mache einfach mal so und ich glaube, da sind wir alle zufrieden. Ja. Oder? Ja. Gut. So. Woher weißt du, dass ich zufrieden bin? Ja, ich setze das jetzt einfach mal voraus. Okay. Ja, dann okay. ist meine Bewegung abgeschlossen. Schussphase haben wir nicht, weil alle deine Kämpfer im Nahkampf sind. Mit welchem Nahkampf möchtest du beginnen? Dann fangen wir hier mal an. Alles klar. Wir haben beide einen Würfel. Ich habe nur 2, du hast 4. Du hast ein Kampfgeschick von 2 auch. 2. Ich habe auch eins von 2. Macht 4 und 6. Du triffst mich 2-mal. Okay, das heißt... 2-mal auf die 5, um mich zu verwunden. Ja. Einmal. Und jetzt nur keine 6, dann hast du mich. Du hast den Squig. Okay. So, dieser Nahkampf. Genau dasselbe. Ich habe eine 6 gewürfelt. 2. Oh. Ich habe eine 8 insgesamt. Ja, was hat der? Das ist Nublock, ne? Ja. Der hat auch nur 2, also 4. Oh, hier treffe ich 4-mal. Ich kann bitte noch 2 Würfel haben. Mhm. Das ist relativ einfach zu merken mit der Differenz, finde ich. Ja, genau. Das ist eine ganz gute Sache, ja. 4 Verwundungen auf die 3. Wieder nur eine. Genau, okay. Und eine Fallschunde. Mach doch mal richtig. Okay, damit gehe ich runter auf 1. Ja, alles gut. Noch bis am Leben. Jeweils. Also ja, das war das XP oder das XP. Ist ja egal. Negativ. Solange 1 nicht 0 ist, ist alles gut. So, jetzt bin ich erstmal noch in der Bewegung. Nee, gar nicht. Ich bin ja überhaupt nicht dran, oder? Hast du noch jemanden, der am Boden ist? Hast du nicht? Nein. Gut, dann bin ich doch dran. Ja. Ich bewege den letzten freien Squig. Kann ich mit dem Maßband haben? Ja. Danke. 8 Zoll noch da, der hüpft hier in die Ruine rein. Flups! So, jetzt kommt wieder die Nahkampfphase. Die beiden kämpfen gegeneinander. Mhm. Eine 1. Eine 2. Du bekommst für meine 1 einen Bonus von plus 1 auf deinen Kampf erledigt. Also 3. Und addierst dein Kampfgeschick. Da habe ich 1. Ja, 4. Du triffst mich einmal. Okay. 5 zum Verwunden.
Nein. Nicht geschafft. Alles klar, der Nahkampf geht weiter. Da fallen die Einsen. Nein, Nahkämpfe haben wir nicht. Jetzt mache ich den Erholungswurf von den Schamanen. Oh, eine Eins. Er steht wieder auf und hat eine Fleischwunde. Mehr können wir diese Runde aber nicht tun. Sascha ist wieder. Ihr rammt euch viel zu wenig. Ja, ich mache jetzt mal erstmal wieder meinen Test für dieses Auto. Jawohl, das funktioniert. Jetzt mäßig, wo willst du hin? Also erstmal 1 Zoll runter, ne? Und dann kann ich mich drehen, ne? Ja, wenn du dich da drehen willst, ja. Du könntest aber auch einfach 6 Zoll geradeaus fahren, wenn du willst. Achso, und dann mich drehen? Okay, ja, ich könnte auch 5 Zoll fahren und dann genau. drehen. Genau, kannst auch von der Platte fahren. 5 Zoll fahren, einmal drehen. So, dann noch 1 Zoll nach vorne. Geradeaus. Und nochmal ein Stück drehen. Das wäre jetzt die Standardbewegung. Das ist die ganz normale. Wenn ich jetzt aber auf dem Turbobus drücke, knall ich genau da vorne ran. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach, das sind mehr als 6 Zoll. Ich denke, das sind mehr als 6 Zoll. Ja. Ich drücke mal auf den Knopf. Yay! Yeah. Er schafft es! Ich möchte jetzt nicht drehen. Nächster Test, 7 oder weniger. Oh, nochmal. Das funktioniert. Zip. Geil! Möchtest du nochmal auf den Knopf drücken? Na, Logo! Nein! 1W6, gucken, was passiert. Nein, du drehst dich! Oh nein. Wohin drehst du dich? Verdammt! Irgendwie die Kontrolle verloren. Achso, ja, okay. Los, bitte. Okay. Jetzt kannst du wieder nicht schießen. Nee, das ist richtig. Aber der Typ kann ja auch aussteigen und dann schießt mit der Knarre, oder? Nimmt er die Knarre mit? Nee, nein, die Waffe ist zu schwer. Er hat ja seine eigene Kanone. Und der müsste jetzt auch wieder abspringen, weil du den Tod bist. Du hast ja sonst noch was anderes zu tun. Ach, nee, komm, ich... Was soll denn da schiefgehen? Was soll denn da schiefgehen? Ja, natürlich. Was war das, 1, 2 oder 3? Wenn ich wage, ich gewinne. Eine 4 plus. Gibst du mir bitte die Figur? Scheiße. Jetzt muss ich was machen? Puff. So, du kriegst eine Stärke 3 Treffer, die Kraft Steffen soll von ja, 5 oder 6 zu verwunden. Nein! Du hast einen 6er Rüstungswurf. Komm schon. Nein. Oh, nicht geschafft. Steffen, einmal Verletzungstabelle würfeln, bitte. Oh. Ausgeschaltet. Oh. Und hin ist er. Das Auto ist gestiegen tot. Ausgezeichnet. Ja. Gut gemacht. Das ist aber rockig. Ja, das ist äußerst rockig. Im Prinzip genau mein Spiel. Okay, du hast glaube ich noch einen Goblin, ne? Und die anderen beiden, den hast du auch noch. Mit dem werde ich mal. Warte mal. Kann ich mit dem mit dem Dings auf dein Auto stürmen? Hm, natürlich, klar. Dann mache ich das jetzt. Okay. Streng genommen, wenn man es jetzt ernsthaft spielen würde, Angriffsbewegung als allererstes, aber spielt keine Rolle. Du greifst das Fahrzeug an und musst jetzt versuchen aufzuspringen. Initiative-Test. 1, 2 oder 3 ist alles gut. Okay, warte mal, ich möchte vielleicht vorher noch mit dem... Ach, der Goblin könnte auch in Nahkampf gehen, ne? Der könnte auch in Nahkampf gehen, ne? Sollen wir das einfach... Ach komm, das ist total orkig. Der greift den Ork an. Ach so. Das sind sicherlich unter 8 Zoll. Ja. So. So, machen wir erstmal das Auto. Initiativetest. 3 oder weniger. Du landest unter dem Reifen. Na! Ein automatischer Stärke 3 Treffer. Den darf Steffen jetzt auswaffeln. 5 oder 6 zum Verwunden. Nein, reicht nicht. Okay, aber du landest jetzt irgendwo unterm Auto und dann ist der Oinker wieder frei. Oh ja? Nein. Das ist so verrückt. Unberechenbar. Okay. Der Snot, der hat angegriffen. Ja. Du hast 2 Würfel, Steffen hat nur einen Würfel. 4. Ich würde sagen, der brennt. Ja, Würfel noch. Ich nochmal werfen. Ja. Eine 5. Ich habe angegriffen. Ihr habt beide euer Kampfgeschick. Genau, du hast angegriffen. Der Snot. Nee, du hast den Spanner. Toughness, ne? Stimmt, das ist ja der... Das ist der zweite in der Liste. Toughness? Ja. Nee, Kampfgeschick. Weapons. Ah, Weapons. 2. Also habe ich 7. Du hast 7. Du hast auch 7. Wer hat die höhere Initiative? Keiner von euch beiden. Beide Initiative 2. Mhm. Das heißt, es passiert tatsächlich nichts. Ihr müsst nächste Runde weiterkämpfen. Okay. So. Da du jetzt aber gerade im Nahkampf nimmst, hast du keine Zeit nachzuladen. Nee. Ja, das war's dann auch schon. So, das war's dann. Steffen ist dran. Da haben wir noch einen Nahkampf, ne? Aber gut. Ja, der würde in unseren beiden Runden passieren, nicht in seiner Runde, weil er hier kein Teil des Nahkampfs ist. Wenn ich jetzt das Fahrzeug bewegen würde wäre das eine weitere Verletzungsgefahr für den Freund, der unter meinem Fahrzeug könnte durchaus passieren. Dann mache ich das. Dann möchte ich das Fahrzeug einfach mal nach vorne... Volle Kanne geradeaus.
Ja, natürlich möchte ich auch ein bisschen drehen noch, damit ich dann nachher machen kann. Ich fahre ein, zwei nach vorne. Ja, jetzt ramm ich nochmal. Und dann drehe genau. ich mal. So, machen wir. Ne, ja, machen wir so. Komm mal. Ja, genau. Ja, 45 Grad. Hast du, genau. Haben wir hier 15. Das hört sich sehr gut an. Das kriege ich erstmal einen Schaden. Was, genau, jetzt was, kriegst du, das passt. Jetzt kriegst du einen starken 5 Treffer. Starke 3, Entschuldigung. Starke 3, also 5 von 6, reicht nicht. Oh Gott, ja. So. Und du? Ja, ich denke mal, es ist Zeit für einen Boost. Das hört sich sehr gut an. Du wolltest Chaos. Ich wollte Chaos. Du hast Chaos gewünscht. Gib mir Chaos, Steffen. Ja. Dann würde ich sagen, Knöpfchen gedrückt. 2, das reicht gerade so, wenn ich Maßband haben darf. Mache ich als Unterfallschaden einfach mal so. Das passt gerade so. Jetzt ist es so, du hast ja noch einen Fahrer an Bord und dein Fahrzeug hat sich diese Runde bewegt. Mhm. Du kannst also tatsächlich versuchen, auszuweichen. Ah. Dafür machst du jetzt einen Leadership-Test, also wieder 7 oder weniger. Oh, no. Schaffst es nicht, das heißt, es kommt zur Kollision. So, du rammst ihn in die Seite. Das bedeutet, du nimmst einen Schadenspunkt, einen automatischen kritischen Treffer, den wir gleich auswürfeln werden, und er bekommt W3 automatische kritische Treffer. Mhm. Allein nur von der Rammaktion, das ist jetzt direkt. Mhm. Da du diese fette Ramme vorne dran hast, würfelst du 2 W3 und suchst dir den höchsten aus. Mach ich jetzt. Das machst du jetzt. Wer bekommt den Schaden? Das Fahrzeug, das wird immer gleich ausgewürfelt. Ach so. Okay, das heißt, du hast eine 1 oder 2 gewürfelt. Mhm. Das heißt, du nimmst dir den mit den 2 Treffer. Genau. Jetzt würfelst du bitte 2 verschiedene Lokationen, also nein, 2 Würfel für die Lokationen, wo du ihm die kritischen Treffer beifügst. Nee, einzeln, ne? Ach nee. Oh, beide mal den Motor, das ist sehr interessant. Oh. Und jetzt würfeln wir 2-mal auf der Tabelle für kritische Treffer. Für kritische Treffer am Motor. Einen nach dem anderen, bitte. 2. Die 2. Der Motor ist beschädigt, keine normale Motorbewegung mehr für den Rest des Spiels. Den Turbo-Boost kannst du nach wie vor benutzen. Muss er nicht erstmal die Rüstung da durchschlagen? Nein, das ist ein automatischer Kampf. Ach so. Das ist das Schöne auch. So, der zweite? Ist ja. Eine 2. Nochmal exakt dasselbe. Das okay. Bestätigt das Ganze. Das heißt, ich darf keinen. Du kannst nur noch den Turbo-Boost zum Bewegen nutzen. Schön, fahr mal der Platte runter. Ach ja. So, ich mache hier mal so. Kann er sich drehen? So was hier. Ja. Nach jedem Turbo-Boost. Nach dem Turbo-Boost. Ja, nach den 6 Zoll, ja. So, aber du kannst dich ja noch revanchieren. Der nimmt ja auch Schaden beim Ram. Ja. Du hast einen automatischen kritischen Treffer gegen ihn. Erstmal wirklich. Wo? Auch am Motor! Yeah. So, was passiert? Schon 2. Nein. 3. Turbolader beschädigt. Keine Turbo-Bewegung für den Rest des Spiels. Das habt ihr sehr gut hingekriegt. Ja, sehr gut. Läuft. Okay. So. In der Schussphase hätte Steffen jetzt theoretisch die Möglichkeit, so eine Abrissbirne zu benutzen. Ja, da aber niemand an der Abrissbirne sitzt mehr, ja. Kann er das leider nicht tun. Na. Das wäre nur der Regelhalber nochmal W3 automatische kritische Treffer. Mhm. Das macht das Ding im Nahkampf wirklich extrem übel. Bewegungsphase ist damit abgeschlossen. Wir haben noch Nahkämpfe. Und zwar einmal hier und einmal da. Welchen möchtest du zuerst ausführen? Dann führe ich den zuerst aus. Alles klar. Ihn habe ich im Schlepptau. Ne? Den der tut euch nichts. Genau. Du hast einen Würfel, du hast 2. Eine 5. Oh nein. Eine 1. Plus 2, ne? Dann kriegt er einen extra, ne? Ja, ja, genau. Plus 3. Was hast du insgesamt? Eine 1 plus Waffen schickt 2, also eine 3. Das sind 6. Das ist der Spanner, das ist der 2. Ja, 3. Dann sind das 5 Treffer hier, nicht? Der Reichsstärke 3, wenn ich mich nicht ganz irre. Kann das sein? Ja, ne? Stärke 3. Wenn ich jetzt verliere, dann darf ich würfeln, ne? Ja, Stärke 3. Das sind dann 24 Runden. 2 Stück. Da hast du eine Rüstung gegen, jeweils auf die 6. Einzeln oder zusammen? Wie du magst. Ne, nicht eins. Das heißt, du würfelst 2-mal auf der Verletzungstabelle, was passiert. Und 2 Fleischwunden. Dann würde er theoretisch noch stehen, aber jetzt hat er 0. Ja, er ist weg. Ist damit weg. Schnitzel! Der hat jetzt von dir den Squig übernommen, ach, weil, ach, er weil er dich im Nahkampf besiegt hat. Sieh an, der feine Herr. Und damit musst du ab der nächsten Runde einen Leadership-Test machen auf den höchsten, der noch da ist. Aber den Nahkampf haben wir ja trotzdem noch, ne? Genau, den Nahkampf haben wir jetzt trotzdem noch. Dann machen wir das 1 zu 1. Wir beide gegeneinander, 1 zu 1. Eine 5. Eine 4. So, der hat ich habe eine 6 insgesamt. Das ist Nublock, der hat 6. Ja. Du auch. Achso, du hast auch nur Kampfgeschick 1 noch. Ja, das ist sehr schade, weil ich habe eine höhere Initiative als du. Negativ.
Ich habe dich verwundet. Oh oh. Und jetzt mache ich einen Verletzungswurf. Oh! Und es tut mir sehr leid. Gefressen. Und damit ist dein Mob leider aufgefressen. Du hast noch den Fahrer. Und der muss testen. Und der muss zweimal testen, weil er jetzt alleine ist. Mhm. Muss er jetzt testen schon? Am Anfang deiner nächsten Runde. Okay. Oh oh. Ja, sieht nicht so gut aus, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber schön, dass ihr euch noch gerammt habt. So, ich bewege jetzt. Wir wollten noch so ein bisschen Geschmäckle mit reinbringen. Genau. Ja. Das ist euch wohlgelungen. Nur zeigen, dass es auch möglich ist. Ja. Ich bewege jetzt meine Zwillinge. Oh. Die laufen jetzt mal ganz schnell weg. Ja, ist voll hier. 11 Zoll in diese Richtung. Oink. Und der bewegt sich nicht ganz so weit. Ich mache das mal theatralischerweise nach da oben. Ich habe versucht, mich nicht anzugreifen. Ich kann keine Treppe entdecken. Das sind Squigs, die hüpfen. Ja, so. Tipp. Jetzt gucken wir ganz kurz, was mit ihm hier noch passiert. Einer, ja. Zwei, drei, vier. Der ist nicht mehr in 12 Zoll. Okay. 5, 6, 7, 8. Weil die Türken Squigs regen natürlich umso mehr auf. 8 plus 8, das sind 16, reicht also locker zum Ausrasten. Ja. Er schmeißt ihm einen grünen Blitz an den Kopf. Verwundet auf die 5? Nein. Passiert aber nichts. So, ich behaupte jetzt einfach mal, du bist nochmal dran. Ja, kann der, wie ist das mit Aufstehen bei ihm? Er liegt nur normal auf dem Rücken. Das heißt, am Anfang seiner Runde steht er einfach auf. Steht er einfach auf. Und kann ganz normal agieren. Kann ganz normal, genau, ich stelle mal so, dass er nicht hinfällt. Kann ganz normal agieren, genau. Das war es, glaube ich. Ja, bewegen. Ja, ich mache eine Angriffsbewegung auf den Truck. Sehr gut. Sind das 8 Zoll gewesen? Kommt mir auch arg lange vor. Das kommt mir auch sehr. Guck mal, aber du hast recht, es sind exakt 8 Zoll bis zur letzten Kante. Na gut, der Sascha. Er muss das wissen. Ja. Das anderes habe ich auch nicht erwartet. Und er macht einen Sprint. Okay. Ja. So. So, in meiner Schussphase. Nachladen. Genau. Und ja, Nahkampf. Okay. Im Nahkampf läuft es erstmal so. Du greifst dein Fahrzeug an, was sich bewegt. Du musst erstmal aufspringen. Ja. Auf 3 oder weniger springst du auf. Ja! Du springst erfolgreich auf. So. Schön, dass wir das auch noch zeigen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht mehr testen muss. Auf dem Fahrzeug läuft der Kampf ein klein wenig anders ab. Ja. Hier kämpft man immer 1 gegen 1. Es gibt keine Überzahl, weil nicht genug Platz da ist, dass 3 Leute gleichzeitig kämpfen. Ja. Und du darfst in jeder Nahkampfrunde denjenigen nominieren, ist jetzt gerade nicht so wichtig, auf dem Truck, der sich wehrt. Das heißt, es kann mal der Fahrer sein, mal der Boss, mal der Schütze, wie du möchtest. Ja, okay. In dem Fall hast du natürlich keine Wahl. 1 gegen 1. Ist nur einer da. Wer jetzt diesen Nahkampf verliert, wird nicht automatisch ausgeschaltet oder sowas, wenn man entsprechend was würfelt, sondern bekommt natürlich die Verletzung, die wir ausgewürfelt haben, und wird vom Fahrzeug geschmissen. Das noch. Ich würde sagen, dann kommen wir auch direkt zur Nahkampfphase. Ja. Du hast einen Würfel. Ja. Dein Wurf wird jetzt aber um einen verringert, okay, weil du über ein Hindernis hinaus angreifst. Ja. Du kletterst hoch und sowas. Ja. Also du kriegst -1 auf deinen Würfel. Und du hast 2 Würfel, weil dein Fahrrad eine Waffe, also einen Spalter und eine Knarre hat. Ich habe eine 6 geworfen. Oha. Oh, so. -1 und 5, aber ich habe angegriffen. Ja, ist wieder eine 6. Wieder eine 6. Plus dein Kampfgeschick von 4. Bin ich bei 9. 10? 10! Was, so. Was hat denn der Fahrer? 3. Kampfgeschick 3. Mhm. Das heißt, du hast eine 8. Das heißt, 1 Treffer. 2 Treffer. Was ist denn da los? 2 Treffer, genau. 2 verwundet auf die 3. Einmal verwundet. Ich habe keinen Rüstungswurf, weil er so eine fette ehemalige Energieklaue hat. Mega Schelle gibt es jetzt. Genau, es gibt eine Schelle mit einer. Pass auf, du! Ein Verletzungswurf. Nein. Aber, wenn ich bitte die Figur haben darf. Die schmeißen raus. Genau. Du wirst jetzt einfach von Bord geschmissen und bekommst dadurch nochmal eine starke 3 Treffer. Also, das machen wir das gleich. 5 plus reicht nicht. Das heißt, du liegst da und hast eine Fleischwunde. Die Fleischwunde hast du von eurem Kampfergebnis, ja, und du hast es verloren. Das Schöne ist, wir haben jetzt ein Fahrzeug ohne Fahrer. Das heißt? Ja, genau. Wir machen in der Runde das Fahrzeug nochmal ein bisschen. Oh nein, und ich sitze drauf. Pass auf, setz doch den Squig da einfach noch drauf und dann hast du gewonnen. Nein. Ganz einfach ist es nicht. Okay, damit endet deine Runde. Es bewegt sich noch, ja? Ja, stimmt. Okay. Ja. Deine Runde beginnt. Wir machen das spaßeshalber erstmal die Zwangsbewegung des Fahrzeugs. Ja. Wir würfeln, mal. Bitte selber. 1 W6. 1 bis 3. 3. Es dreht sich 45 Grad nach links. Oh.
Gott. Und W6 Zoll vorwärts. Und eine 2. Das reicht für einen erneuten Kontakt. Ja. Und da du letzte Runde nicht gefahren bist, darfst du nicht mal ausweichen. Das heißt, du bekommst wieder W3 automatische kritische Treffer gegen dein Fahrzeug. Oh. 3 Stück. Er hätte streng genommen 2-mal würfeln dürfen durch die fette Ramme. Aber okay. Hat er gar nicht nötig, nee. Weil er schon eine 3 gewürfelt hat. 3 Lokationen auswürfeln. Oh Gott. Okay, 1, 2 und 3. Fahrer, Waffe und Aufbauten. Crew, Fixed Weapon und Aufbauten. Genau, Aufbauten ist, wenn man es nicht mehr hat, ist es Engines. Wie schön. Okay. So, das heißt, wir würfeln. Die waren ja weg. Wir würfeln von Anfang, was passiert. Bei der Crew haben wir nur einen, den es treffen kann. Das heißt, du musst würfeln, was passiert. Eine 2. Streifschuss. Würfel einen W6. Bei einer 1 bekommt er einen starken 3-Treffer. Nein. Okay. Okay, Fixed Weapon. Was passiert? W6. Eine 5. Munitionszufuhr zerstört. Waffe darf nicht mehr benutzt werden. Okay. Und was passiert beim Motor? Eine 6. Das Fahrzeug explodiert. Alle Krieger, die sich an Bord befinden, werden W6 Zoll in eine zufällige Richtung geschleudert und bekommen einen Stärke 4 Treffer. 4 Zoll nach dort. Okay. Gegen den Felsen, ja! Das ist der Fahrer, ne? Das ist nur noch der Fahrer, ja? Geil. Ich muss jetzt hier mal die theatralischen Wattehäufchen einsetzen. Das Fahrzeug explodiert. Hey. So, Stärke 4 Treffer auf die 3 zu verwunden. Ja, auf die 4 zu verwunden. Reicht leider nicht ganz. Ja. Alles klar. Aber dein Fahrzeug nimmt auch noch einen Punkt Schaden, den Sascha auswürfeln darf. Sieht genauso aus wie eins. Okay, es trifft den die Crew. Würfel bitte mal. Das bin ich. Ja, das ist vollkommen richtig. Was passiert? Oh. Eine 4. Explosion an Bord. Du musst unter deiner Stärke würfeln, um an Bord zu bleiben. Nicht geschafft. Du fliegst jetzt W3 Zoll weg und kriegst eine Stärke 3 Treffer. Ja, 3 Zoll. 3 Zoll. Er war erstmal Stärke 3 Treffer. Springe drauf, reiß den Fahrer raus, ramme mal raus. Stärke 3 Treffer, was für 506. Ah, das reicht nicht ganz. Ja, du bist ja wieder gestorben wieder. Okay, das war die Zwangsbewegung. Jetzt musst du zwei Moraltests hintereinander ablegen. Können wir dann noch ein bisschen mehr Qualm drauflegen, damit es deutlich wird, dass das Fahrzeug ist. Noch mehr Feuer. Warte, ich glaube, ich habe noch mehr Feuer. Ich hätte sogar noch einen. Geil. Fehlt hier noch ein bisschen Qualm? Ja, sehr gut. So gut? So gefällt es mir. Was kommt jetzt? Du musst 2 Moraltests hintereinander ablegen. 2x unter 7 oder weniger. Ach so. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist der Test für den Film. Das ist der Last Man Standing. Und jetzt kommt der Bottle-Test. Auch bestanden. Du könntest, wenn du wolltest, weiterkämpfen. Ja, dann kann ich ja aufstehen. Ne? Ja, genau. Du liegst nicht auf der Nase. Das heißt, du machst nach oben, stößt du einfach auf. Gut. Ich darf nur kurz zuhören. Nein. Ja, das heißt, ich würde jetzt das Modell angreifen wollen, weil es sowieso am Boden liegt, ist es automatisch ausgeschaltet. Scheiße! Schamane! Oh. Nur noch wir beide sind da! Ah nee, da ist ja noch ein Goblin. Damit müsstest du auch anfangen zu würfeln, wenn du auch nur noch die beiden Leute über hast. Achso, okay. Ja, du bist noch dran. Ja, genau, das war dann eine Nahkampfphase, wir haben keine Erholungsphase, nichts. Ich bin dran mit meiner Bewegung. Der Schamane müsste jetzt aber richtig ausrasten. Weil meine Hütte, ihr Spackos, meine Hütte. So. Zwei Zoll nach hier, oink, oink. Oink, und. Hey, Moment mal. So. Hey, Moment mal. Jetzt gucken wir mal. Das Fahrzeug gibt es noch, das heißt, es gibt mir 1, 2, 3. Und der ist zu weit weg, also nur plus 3. Aber ich habe 2 tote Swigs, das heißt plus 7 insgesamt. Und ich würfel eine 5, das reicht nicht. Ja, reicht nicht. Oh Mann! Offenbar ist der Schamane sehr zufrieden mit dem, was hier passiert. So, oh. Okay. Du bist wieder dran und du musst einen Moraltest machen. Aber nur einen, ne? Also nur einen auf die 7. Bestanden. Sehr gut. Der kann wieder aufgehen. Moin. Es hat noch keiner auch nur einen einzigen Punkt von euch beiden.
Ich sehe schon, das wird hier ein Unentschieden. Ich würde jetzt auf die. Ich gewinne auch, wenn ich auf seiner Ladefläche stehe. Das Fahrzeug ist ja momentan unbenannt. Okay. In dem Moment, wo du drauf gehst, ist es dein. Ich würde gerne drauf springen. Okay, das heißt, du rennst. Das Fahrzeug bewegt sich gerade nicht, weil kein Fahrer an Bord ist. Genau. Dementsprechend. Ich bin mir so frei. Natürlich. Das ist schön, wie alle die Luft anhalten, ne? Ja. Sieht auf dem Video bestimmt auch großartig. Großartig, ja. So, das heißt, du kannst einfach drauf. Ja. Damit ist es dein Fahrzeug und du hast einen Gummipunkt. Okay, und mit dem würde ich 4 Zoll gehen. Ja. Und den Ork tot schießen einfach. Du kannst es ja mal versuchen. Okay. Alles klar. Du triffst auf die 4. Ein Würfel, ne? Ein Würfel. Extra noch ein Ding, der noch so ein du triffst. Verwunden auf 5. Nicht verwundet. Alles klar. Schade. Damit endet deine Runde. Steffen, ein Moraltest bitte. Ja. Souverän. Valley. Nicht würfeln kann ich. Ja. Okay. Was passiert nun? Ja, ich möchte, und ich weiß, dass ich es schaffe, lass den Schaman sein. Ich möchte gerne mal den Kampf mit dem Goblin auf dem Fahrzeug wählen. Da das Fahrzeug sich nicht bewegt, kannst du einfach aufsteigen. Ja, wunderbar. So, Nahkampf ist wie folgt. Ihr habt beide 2 Würfel. Ja. Du hast minus 1, weil du über diese Deckung hinweg angreifst. Okay. 6! Ah! Okay, was haben wir? Chef macht plus 1, minus 1. Das heißt, es bleibt eine 6. Aha. Ihr müsst nur noch das Kampfgeschick agieren. Weapon Skill, ne? Ja. 2. Achso, ich habe. Was ist das? Ist das ein Nublock, ne? Nee, das ist schon nicht mehr Nublock. Das ist der mit der Axt, also so. Mit dem Spalter und der Knarre. Das ist ja da drunter, beziehungsweise da drüber. Der normale. Zuglock, der Bruder von Nublock. 3. Okay, das heißt, du gewinnst zum einen. Sehr gut. Du triffst ihn einmal, verwunden auf die. 4, Entschuldigung. Verwundet. Du hast keine Rüstung, weil du ein nackter Wahnsinniger mit einem Revolver bist. Mit 2. Ein Verwundungswurf, bitte. Die 5. Zusätzlich dazu wird er von Bord geschmissen. Er liegt also auf der Nase. Dir gehört jetzt der Spick und damit der eine Punkt. Oh nein. Und du bekommst eine Stärke 3 Treffer fürs vom Fahrzeug fliegen. Das heißt nochmal 5 oder 6 zum Verwunden. Nicht verwundet. Okay. Halt! Es ist eine 4 zum Verwunden, weil der Goblin nur, ja, ich hatte eine 4. Nur einen Widerstand von 3 hat. Mhm. Das heißt, bitte noch einen Verletzungswurf auf der Verletzungstabelle durchführen. Jetzt komm. Eine 1. Nice. Er bekommt eine zusätzliche Fleischwunde. Okay, das heißt. Waffenskill und Ballistikskill. Du hast das eigentlich weggestrichen da. Okay, Runde ist vorbei. Schamane ist dran. Schamane. Bekomme ich bitte mal. Nee. 2 Würfel und einen Würfel. Kann der jetzt auch auf liegende Modelle einen Blitz ausführen? Ja. Das ist ja kein Ork. Ach, der führt nur gegen Orks. Ganz zählich, wir sind bei Gork am Hocker. So. 11 Zoll nach hier. So. Und die hüpfen wir hinterher. So, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Das reicht zum Ausrasten. Ich bin oh nein. Auf die 5. verletzen. Nicht verletzt. Du bist wieder dran im Moraltest. Mhm. Und du musst jetzt, nee, immer noch nur einen. Ja. Bestanden. Hey. Okay, du hast jetzt nur den Orbit, der kann aufstehen? Nee, der muss am Ende der Runde würfeln, was mit ihm passiert. Komm, möchtest du aufs Fahrzeug kommen? Zack. Auf die Fresse hier. Alles klar. Wieder 2? Du hast wieder minus 1 und ihr habt beide 2 Würfel. Ne? Eine 5. Oh nein. Und was? Plus 1, minus 1 negiert sich. Und dann 7 habe ich. Ballistikfähigkeit. Müsste 3 sein, ja, 3. Wenn du irgendwelche Wunden hast, dann holst du ihn. Hast du ihn einmal getroffen, verletzen auf die 5. Nein. Nicht verletzt. Alles klar. Der Nahkampf besteht weiterhin. Ja, das war's auch schon. Deine Runde ist vorbei. Nee, ist noch nicht vorbei. Wir müssen nur den Goblin würfeln. Was passiert? So, nein, die 6. Er steht auf und hat eine Fleischwunde. Da ist er schon tot. Okay. Okay, komm, 1 gegen 1. Du musst noch Moralis machen? Weil ja. Du nur. So, das passt. Wie hast? Oh. Nicht schlecht, okay. Nahkampfphase. Jeder 2 Würfel, so wie ihr seid. Nein! 4. 2. Plus 3 sind 5. 7. Ja, das macht man 2 Treffer für dich. Auf 5. Oh nein! Einer. Du hast einen Rüstungswurf von 6. Ja, den war. Nicht geschafft. Und. Na. Fleischwunde. Ah ja, okay, genau. Das ist Zuglock, ne? Ja, es ist Zuglock und Zuglock fliegt halt wieder von Bord. Ja. Bekommt nochmal Stärke 3 Treff. 5, ne? Nicht verwundet. Jetzt ist Schamane wieder dran. Ja, lauf. Ja, lauf. Oh.
Das Geklopfe um einen. Ja, sag mal, Jungs, was macht ihr denn da? Seid ihr bescheuert? Seid ihr behindert? Also, weg von meiner Bude. So, vier. Weg von meiner Bude. Fünf, sechs, sieben, acht. Rastet aus. Du kriegst den grünen Blitz an den Kopf geschmissen. Nein. Na, wieder nicht. Verdammt. Alles klar. Du bist dran, Murat. Schamane, ey. Ja. Bestand. Oh, das ist doch unglaublich. Was? Kann ich jetzt mit dem Teil wegfahren? Ja, natürlich. Du bist allein auf dem Fahrzeug, kannst du mitfahren. Ich glaube, bei dir war nicht. Ich dachte, beide Fahrzeuge werden in den Luft geflogen. Ich kann nur mein Turbo nicht mehr nehmen. Nur, genau, hier ging nur noch der Turbo und hier geht der Turbo nicht mehr. Das heißt, mit dem kann ich eigentlich nur rückwärts fahren. Ist das jetzt gerade schlimm? Ich fahre nochmal 3 Zoll zurück. Pass auf, du, ich komme da nicht. Stellst du den bitte mal auf deine Driver-Schaltfläche? Ja. Kann ich mich auch drehen jetzt noch? Ja. Das wäre geil. Also, du könntest. Ein Zoll zurückdrehen, das ist jetzt 45 Grad. Noch ein Zoll zurückdrehen und sogar noch ein Zoll zurück und drehen. So, ja, so wäre gut. Nächste Runde dann einfach. Oh, tschüss, der Steffen. Die geht ja leider nicht mehr. Ja, ja. Hast du ja kaputt. Ah, nee, stimmt. Ja, du bist dran. Moraltest. Jawohl. Verkackt. Oh, vorbei und damit endet das Spiel. Sascha gewinnt 1-0. Ja, mir hat es tierisch viel Spaß gemacht. War da doch schön viel Chaos. Mega gut. Das ist ein ganz normales Spiel Gorka Morka. Geil. Ja, gefällt mir. Das war unser wunderschönes, sehr chaotisches, kleines Spiel von Gorka Morka. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich glaube, die beiden Jungs hatten sehr viel Spaß. Ja, super geil. Der Abend ist gerettet. Also ich bin immer wieder beeindruckt, dass so diese kleinen Nebensysteme, die GW mal entwickelt hat, dass sie nicht fortgeführt werden. Ja, es ist so schade drum. Es ist so schade, weil es ist ein wirklich extrem geiles, lustiges Spiel. Und also ich habe Bock. Vielleicht kommt es ja nochmal. Meinst du? Mit ein bisschen Glück kommt nochmal ein riesen Cash-Grab. Genau. Schauen wir, was passiert. Ja. Uns hat Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst es uns wissen. Genau. Wenn ihr mehr von diesem Gorka Morka Content sehen wollt, lasst es uns auch wissen. Vielleicht spielen wir eine kleine Kampagne für euch. Ja. Mal schauen. Wir hätten auf jeden Fall Lust. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir zeigen euch dann wahrscheinlich darauf die Woche das Szenario vom Battle Group. Das ist die Tobruck-Sache gewesen. Und ja, damit wären dann wir mit der Taktika auch soweit durch. Und bereiten uns auf die nächsten Events vor. Ja, bis dahin, wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Ciao. Ciao.